Hallo zusammen, Maya 3007 hier und herzlich willkommen zum dritten Türchen meines diesjährigen Adventskalenders. Ich habe heute die Neuzugänge aus dem November 2018 für euch vorbereitet. In meinem Kalender hatte ich heute übrigens einen schönen Schoko-Weihnachtsmann, Schoko-Schneemann. So. Wie gesagt. Es sind 7 Pfund und ein E-Book im November bei mir eingezogen. Los geht's mit den beiden Büchern, die ich von der Rebecca bekommen habe, als sie bei mir zu Besuch war. Nämlich Schulbetrag, Mord im Elsass. Ein Krimi, auf den ich schon sehr neugierig bin und freue mich auch schon total drauf, den mal zu lesen. Dann Pierce Paul Reed, Überleben, die wahre Geschichte des Flugzeugabstürzes in den Anden. Auch ein Buch, auf das ich mich sehr freue. Dann Laura Decker, Ein Mädchen, ein Traum, Solo um die Welt. Laura Decker ist ja die jüngste Weltumseglerin. Ich bin zufällig auf dieses Buch gestoßen und mir war klar, das musst du haben. Denn so spannende Erlebnisberichte lese ich ja auch total gerne. Und das Buch hat mich wahnsinnig beeindruckt, ein super klasse Buch. Ich werde im Lesemonat, der sich auch noch hinter einem geschlossenen Türchen versteckt, mehr dazu erzählen. Mir hat es jedenfalls super gefallen. Dann war Weißblaues Booktuber-Treffen in München. Da habe ich mir 3 Bücher besorgt. Einmal im Hugendubel, Tessie Hartlauer, Tod im Bayerischen Wald. Ein Krimi, um den ich schon sehr lange herumgeschlichen bin. Ich habe es noch nicht gelesen, möchte ich aber bald mal machen. Bin schon sehr neugierig drauf. Dann Rosemarie Buss, Es sterben immer 3. Das Buch habe ich mir im Text besorgt, das ist ein Italien-Krimi. Hat sich nicht schlecht angehört. Ich bin gespannt drauf. Und dann Felicitas Gruber, Geschlamperte Verhältnisse, Ein Fall für die kalte Sophie. Ein München-Krimi, die Reihe wollte ich einfach mal ausprobieren, ob sie was für mich ist. Und das letzte Printbook ist auch das Buch, das ich gerade lese, nämlich Sanne Aswald, Keinmal werden wir noch wach, ein Weihnachtskrimi. Da wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall die Rezension online kommen. Ich bin gerade am Lesen, gefällt mir bis jetzt richtig gut. Ein schöner, gemütlicher Weihnachtskrimi. Und dann eben noch ein E-Book, nämlich Simone Dora, Nachtruhe. Ein Krimi, der im Pfadfindermilieu spielt, also rund ums Thema Pfadfinder. Und da ich ja selber 13 Jahre bei den Pfadfindern war, war mir sofort klar, den Krimi musst du lesen. Und er hat mich auch nicht enttäuscht. Eventuell kommt auch hierzu noch eine Rezension in diesem Adventskalender. Das waren jetzt also meine Neuzugänge. An der Krippe sehen wir uns dann gleich wieder. So, jetzt stehen wir wieder an der Krippe und heute zum 3. Dezember ist der erste Tannenbaum in der Szenerie eingezogen. Das Ganze steht übrigens hier auf dem Regal, wo ich meine Emons-Krimis alle untergebracht habe. Das Regal werde ich euch auch im Zuge der diesjährigen Bücherregaltour wieder näher vorstellen. Also seid dann mal gespannt. Wir sehen uns dann morgen wieder. Maya 3007.